Vom Kennenlernen zum Heiraten habe ich das zweite Modul genannt. Und im ersten Teil ging es ja darum, wie wir überhaupt erstmal neue Arbeitgeberkontakte generieren, wie wir zu dem Gespräch kommen. Und wenn wir dieses Gespräch jetzt haben, dann wollen wir natürlich nicht gleich heiraten. Das ist Punkt 1. Wir wollen kennenlernen. Und auf dieses Kennenlernen bereite ich mich natürlich maximal intensiv vor. Ich will ja ganz genau wissen, wen habe ich dort gegenüber, um gezielt Fragen zu stellen, um vielleicht ja, Fettnäpfchen gar nicht erst zu betreten und Informationen im Vorfeld zu sammeln als Vorbereitung auf ein solches Gespräch ist natürlich unerlässlich. Ein paar Dinge haben wir sicherlich schon herausgefunden, als wir uns erstmal diesem Kontakt überhaupt genähert haben. Aber jetzt gilt es ja, sich auf ein konkretes Gespräch mit einem konkreten Ziel vorzubereiten. Und ein Punkt ist immer, möglichst viel über die Firma als Konstrukt, als solches herauszufinden. North Data zum Beispiel ist da eine Quelle, die ich gerne nutze, weil man dort auch die Vernetzungen ja dieser einzelnen Geschäftsführer, Inhaber sehen kann. Welche Firmen hängen da eventuell noch dran? Thema Beteiligung, entweder an Firmen, an anderen, oder die Firma hat einen anderen Inhaber. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Ist der Entscheider wirklich frei in seinen Entscheidungen oder muss er sich an Gesellschafter wenden, wenn er personalpolitische Themen angeht? Das heißt, hier wirklich intensiv darauf vorbereiten. Man sieht auch häufig Geschäftszahlen. Man kann das im Bundesanzeiger zum Beispiel anschauen. Man kann es eben aber auch auf Form Darstellungen wie Firmenwissen, North Data und Ähnlichen sehen. Wie ist die Geschäftssituation? Wie fielen die letzten Bilanzen aus? Wie hoch sind zum Beispiel Personalkosten? Wie viele Mitarbeiter hat dieses Unternehmen? Also alles Informationen, die mir helfen, ein möglichst konkretes Bild von diesem Arbeitgeber im Vorfeld zu bekommen. Und wir müssen natürlich nicht immer mit dem Entscheider sprechen. Also dieses Thema Entscheider oder Verantwortlicher ist auch eins, was wir sehr genau im Vorfeld beleuchten sollten, uns überlegen, mit wem möchten wir denn an der Stelle sprechen, über wen ging der Erstkontakt? Habe ich eventuell über ein Business-Netzwerk den Kontakt zu einem Verantwortlichen aufgetan? Habe mit dem den Termin, dann weiß ich, für ihn muss ich Probleme lösen, die er vielleicht in der Vergangenheit hatte. Er wird aber sicherlich nicht das letzte Wort haben. Wenn ich die Chance habe, über den Entscheider zu gehen, dann ist es wichtig, sehr schnell natürlich auch den Verantwortlichen mit einzubeziehen. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie man quasi sich neue Kontakte auch über Stellenbörsen, Jobbörsen generieren kann, weil dort eben häufig die Personalverantwortlichen genannt werden. Es ist aber auch wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, wie viele offene Stellen gibt es denn? In welchen Bereichen gibt es die? Das findet man häufig auch auf der Website des Unternehmens, wenn es eine gibt. Unter dem Punkt Karriere werden die häufig aufgelistet. Ansonsten natürlich auch einfach mal den Arbeitgeber sich anschauen als Ganzes auf so einer Jobbörse, um zu sehen, okay, in welchen Bereichen müssen denn eventuell Stellen besetzt werden, um darauf vorbereitet zu sein und eben offene Stellen ins Verhältnis auch setzen zu können zur aktuellen Mannschaftsstärke. Alles Informationen, die mir für so ein Gespräch in der Vorbereitung helfen können und die ganz wichtig sind, damit ich eben zielgerichtet auch Fragen stellen kann. Ja, und auch immer wieder kritischer und konstruktiver Partner in Gesprächen mit Arbeitgebern zur BAV ist, wenn vorhanden, der Betriebsrat oder ähnliche Institutionen im Unternehmen, Meinungsbildner. Auch darüber sollte man sich informieren. Möglicherweise gibt es auch Darstellungen, wie man sieht, welche Positionen, welche Bereiche des Unternehmens mit welchen Mitarbeitern besetzt sind, damit ich schon früh rausfinden kann, wen muss ich denn neben dem Personalleiter vielleicht noch mit ins Boot holen? Gibt es einen Betriebsrat oder Ähnliches? Weil auch hier ist es einfach eine Veränderung möglicherweise von bestehenden Strukturen. Und auch wenn jetzt nicht zwingend ein anderer Beteiligter dort noch eine Entscheidung treffen muss oder an der Entscheidung beteiligt ist, ist es immer wichtig, eine positive Stimmung mitzunehmen und genau diese Menschen auch mit ins Boot zu holen und an dem Prozess, an der Entscheidungsfindung mit zu beteiligen. Auch wenn das der Arbeitgeber manchmal nicht so sieht, ja, sollte man doch auf jeden Fall darauf einwirken. Ja, Sie sehen, nichts geht über viele valide Informationen zum Unternehmen, zu den Entscheidern, zu den Verantwortlichen,
zum Unternehmensumfeld. Auch das immer ein wichtiges Thema. Was sind die Wettbewerber, wenn es um das Thema Personal geht? Ja, von wo kommen möglicherweise Mitarbeiter oder wohin verlassen sie das Unternehmen? Das kann man dann auch noch mal vertiefen im Gespräch. Und genau um dieses Gespräch geht es im nächsten Video.